Herr Zomek, der Tag hat heute mit einer Gedenkstunde im Plenum begonnen. Ja, der Deutsche Bundestag hat dem Massaker in Armenien von vor 100 Jahren gedacht. Und es gab ja auch in den letzten Tagen eine Debatte, ob man diesen Völkermord auch als solchen bezeichnet. Und da hat gestern Joachim Gauck klar dieses Wort in den Mund genommen. Und ich finde, es war heute Morgen auch sehr bewegend, insbesondere Norbert Lammert, der es vielleicht noch besser formulierte und sagte, natürlich war es Genozid, den aber die jetzige türkische Regierung nicht zu verantworten hat, wohl aber, was sie daraus macht. Und ich glaube, das sind sehr weise Worte des Bundestagspräsidenten. Es gab noch einen weiteren traurigen Tag. Mehrere hundert Menschen sind auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Welche Konsequenzen ziehen wir jetzt daraus? Das ist eine sehr schwierige Situation, dass wir halt eben sehen, dass immer mehr und immer mehr Flüchtlinge aus Afrika kommen, in Booten, die völlig ungeeignet sind und viel zu häufig solche Tragödien jetzt passieren. Wir haben eine Mission, die ist 3 Millionen Euro stark, um hier Seenot zu leisten. Das wird jetzt verdreifacht. Die Bundeswehr selber wird auch nochmal 3 Schiffe ins Mittelmeer schicken. Aber am Ende sind das natürlich auch alles keine Lösungen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen nicht mehr mit diesen Schleuserbanden über das Meer kommen. Und deshalb müssen die Schleuserbanden sehr viel stärker bekämpft werden noch als bisher. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es wichtig ist, durch Qualifikation den Menschen irgendwo einen Weg zu zeigen in Afrika, dass man eben, wenn man sich jahrelang fortbildet, auch eine andere Möglichkeit hat, nach Europa in den Westen zu kommen, als auf diesem Wege. Und ein ganz anderes Thema. Der Bundestag hat den Nachtragshaushalt 2015 beschlossen. Genau, unser Haushalt für 2015 ist seit 45 Jahren der erste Haushalt ohne neue Schulden. Der letzte Finanzminister war Franz Josef Strauß, der das hingebracht hat. Es ist die schwarze Eins, wenn man sie so nennen möchte. Wir haben nämlich noch Geld übrig und haben jetzt ein milliardenschweres Programm auf den Weg gebracht, um die Kommunen nochmal zu entlasten. Im Übrigen auch bei der Flüchtlingsfrage, wo der Bund eben auch in 2 Paketen 2 mal 500 Millionen, also 1 Milliarde, zur Verfügung stellt, was uns auch in Düsseldorf hilft, wo wir ja auch sehr viele Flüchtlinge haben, die in diesen Tagen untergebracht werden müssen. Und es gab noch einen weiteren Beschluss, das Kleinanlegerschutzgesetz. Ganz genau. Nach der Pleite dieser Firma Procon haben die Verbraucherschützer erkannt, dass man die Verbraucher besser aufklären muss, dass es eben nicht diese Renditen von 8-9% einfach so risikolos gibt. Und deshalb hat der Bundestag ein Kleinanlegerschutzgesetz beschlossen. Aus meiner Perspektive sehr wichtig, dass Unternehmensgründern, die jetzt Firmen gründen und mit einem neuen Finanzierungsinstrument, dem sogenannten Crowdfunding, also in der Gemeinschaft für Finanzierung ihrer Unternehmensidee werben, dass man denen nicht den Hahn abdreht. Und da haben wir in den letzten Monaten sehr stark drum gerungen und ich finde, das Ergebnis ist extrem gut. Wir haben es nämlich geschafft, für diese jungen Internetgründer den Bereich ziemlich weit auszunehmen. Es gibt natürlich auch hier starke Warnhinweise, aber es gibt keine Beeinträchtigung dieser neuen Geschäftsmodelle und das ist sehr gut für uns. Und die Sitzungswoche ist heute zu Ende. Wie geht es für Sie weiter? Ja, heute geht es nach Düsseldorf. Wir haben ja leider heute Abend die nächste Tragödie in der Deutschen Oper in Düsseldorf, die Gedenkstunde für die Opfer des Germanwings-Abfluges. Das wird sicherlich ein sehr ergreifender Abend werden. Und von da aus geht es dann weiter zur Mandatsträgerkonferenz der nordrhein-westfälischen CDU nach Kamp-Lindfort. Und in der nächsten Woche warten eine ganze Reihe Termine in Düsseldorf auf mich. Was ich finde sehr schön, wo ich mich darauf freue, ist am Mittwoch unsere erste Stadtbezirkskonferenz. Die haben wir ja letztes Jahr als Düsseldorfer CDU nach der verlorenen Wahl eingeführt, um das Wahlergebnis zu analysieren und zu besprechen. Und weil es ein so gutes Format war, wo viele Mitglieder sich so eingebracht haben, haben wir im Kreisvorstand beschlossen, das jetzt jedes Jahr zu machen. Und die erste dieser Stadtbezirkskonferenzen ist am Mittwoch. Und ich freue mich darauf, den einen oder anderen von Ihnen dann auch in Persona zu sehen. Vielen Dank.